Ja, ich bin also jetzt hier vom Kiepenkerl und hier ist diese kleine Gedenkplakette, wo drauf steht: Im Gedenken an die Opfer des 7. April 2018. Das ist alles, was man noch sieht von dem verheerenden Anschlag am 7. April 2018, an dem 4 unschuldige Menschen ums Leben kamen. Da hinten ist das Gebäude Kiepenkerl und es wird jetzt gerade hier der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Die sind fast fertig. Ich finde es wirklich schrecklich und eine, schon eine bodenlose Unglaublichkeit, dass dieser schlimme Fall so einfach schnell zugedeckelt wurde. Ich die Kamera um, so. Ich finde es einfach furchtbar, dass man überhaupt nichts rauskriegt. Im Internet, wieder im Internet und auf Wikipedia steht nur Jens R., der Fall Jens R. Und insofern, ich stelle hiermit offiziell den Antrag, die Untersuchung zum Fall Jens R. wieder aufzunehmen. Denn ich habe Grund zur Annahme und die große Befürchtung, dass die ehemalige leitende Oberstaatsanwältin Frau Elke Adomeit zu einem gewissen Teil Mitschuld trägt an dem Tod dieser 4 unschuldigen Menschen, die da saßen zum Essen und dieser Irre mit seinem Auto einfach in diese Menschenmenge hier reingerast ist. Ich war mit meiner Mutter an diesem Tag auch noch in der Stadt und ziemlich nah dieses Ortes. Deswegen, es hieß erst eine Terrorattacke und es war Hubschrauber überall, was man in Münster gar nicht so kennt. Und insofern denke ich mal, das ist wirklich zwingend erforderlich, dass da nochmal nachgeforscht wird. Denn Frau Adomeit hat sich so klammheimlich irgendwie aus dem Staub gemacht. Das ist, sie hat das Gleiche über Jahre mit mir gemacht. Ich habe also Strafanzeigen gestellt gegen Täter, die mich hier wirklich komplett diffamiert, rufgemordet haben. Ich habe keine Unterstützung von der Staatsanwaltschaft erfahren, whatsoever, gar nichts, nichts. Alles wurde eingestellt. Ich habe Frau Adomeit mehrmals angeschrieben, ich habe sie gebeten, bitte helfen Sie mir. Es gibt hier Leute, die behaupten, ich wäre Reichsbürger, ich wäre Rassist, ich wäre Nazi, ich wäre was weiß ich. Und sie hat mir nicht geholfen. Insofern denke ich, ich habe schon Grund, so etwas zu machen, so etwas zu sagen. Und wie gesagt, das ist mein Abstecher zu diesem traurigen Ort des Verbrechens hier in Münster. Ich mache nur mal einen kleinen Schwenk drauf, damit ihr seht, das ist jetzt der Weihnachtsmarkt. Und hier sind natürlich jetzt sind große Vorrichtungen getroffen worden, damit sowas nicht nochmal passiert. Warum jetzt gerade nur hier, das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber wie gesagt, also aus dem schönen Münster herzliche Grüße. Und es muss sich grundlegend was ändern. Ganz besonders bei der Staatsanwaltschaft Münster, der Vorgehensweise des Amtsgerichts Münster und auch nicht zuletzt des Landgerichts Münster, was mich jetzt in Kürze einfach auf die Straße setzen will. Und das lasse ich nicht mit mir machen. Bis bald. Ciao.